Ja, hallo YouTube, hier ist der Dan von den Vorspielern. Nächster Teil hier bei meinem kleinen Guide und wir beginnen mit dem leichten Panzer und ich muss ihn einfach bringen. Der coolste Panzer ever, der Leichttraktor von vom Deutschen Reich. Dieser Panzer war eine Reaktion nach dem Ersten Weltkrieg darauf, dass die Deutschen keine Panzer bauen durften. Und sie haben dann Traktoren gebaut und daher kommt dann auch der Name Leichttraktor, wird hier ganz gerne LOL-Traktor genannt im Spiel. Und wir sehen auch, ich bin auch richtig unten, also vorletzter bin ich in meinem Team von der Rangliste. Und Leichttraktor genannt, wir haben den auch in, das war ein Renault, den wir da gesehen haben, im Militärtechnischen Museum. Wo ich mit dem Jules war, das Video findet ihr auch auf den Vorspielern bei Sonstiges, Playlist Sonstiges. Da haben wir den Renault, das ist einer der ersten Panzer, die es hier bei League of Legends gibt. Haben wir im Wehrtechnischen Museum in Koblenz abgefilmt und waren auch da. War cool. Also ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Leichtester Panzer der deutschen Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, sage ich jetzt mal. Also wer dieses Teil als Panzer bezeichnet, der spinnt. ich habe jetzt hier halt eine Kanone drauf, die mir mehrfach Schuss gewährt. Die ist nicht sonderlich stark. Also das ist eigentlich ein besseres Maschinengewehr. Und ich hoffe, man versteht mich noch, weil es ist jetzt gerade, das Motorengeräusch ist ziemlich laut. Und wir sehen hier oben schon den ersten Jagdpanzer, also dreieckiges Symbol, Jagdpanzer, den ich aber leider nicht sehen kann. Was haben wir hier drüben noch? Den kann ich anvisieren. Jawohl. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Oh nein, das war jetzt nicht sehr schlau von mir. Ich bin nämlich eigentlich hier aus dieser schützenden Wölbung weggefahren und ihm vors Gesicht. Sehr doof von mir. Ah, jetzt kann ich aber hier rüber schießen. Leider ist der mittelschwere Panzer, also ein Balken bedeutet mittelschwer. Ist jetzt leider nicht im Ziel drin. Also hier so ein Karo oder ein Diamant bedeutet leichter Panzer. Also sowas hab ich auch drüber, wenn die Gegner mich sehen. Das Karo halbiert ist mittelschwer. Das hier, genau, mittelschwer. Hier das Dreieck bedeutet Jagdpanzer und ein Viereck bedeutet Artillerie. Und dann gibt es halt noch das Zweigeteilte, das heißt schwerer Panzer, also das Karo zweigeteilt. Und wenn mir so einer als Leichttraktor über den Weg läuft, dann sollte ich sehen, dass ich hier wegkomme. So, hier hat es jetzt gerade ein Kumpel von mir zerlegt. Ich meine, wir haben jetzt hier keine Artillerie im Spiel, aber trotzdem sollte ich nicht stehen bleiben. Ah, jetzt kann ich hier meine Heckenschützenfähigkeiten austesten. Jawohl. Also diese ersten Tier 1 nennt man das, also Forschungsstatus 1 würde ich mal behaupten, so würde ich das übersetzen. Panzer sind halt, man muss halt nach jedem Level die Munition und die Wartung des Panzers bezahlen. Wenn er zerstört ist, kann es unter Umständen teuer werden. Also bei den schweren Panzern ist es echt schwierig teilweise ein Plus herauszuspielen. Und jawohl, das sieht gut aus. Ah! Ich hab den ausgeschaltet. Jawohl, jetzt muss ich schon gerade weitermachen hier. Jawohl. Habt ihr das? Hier, ich mache mit dem Leichttraktor, mache ich hier die Panzer weg. Also die sind ein oder zwei Stufen bestimmt über meinem. Also das ist jetzt schon richtig cool. Man muss halt nach jedem Spiel die Wartung und Reparatur bezahlen. Und es kann auch mal sein, dass wenn man zu hoch pokert und nochmal ein Geschütz oder irgendwas kauft und nicht mehr so viel Geld hat, kann es auch mal sein, dass man dann die Wartung nicht mehr bezahlen kann. Und wenn man dann nur einen Panzer hat, es gibt so Leute, die haben dann nur einen Panzer, die hätten dann theoretisch ein Problem. Die könnten dann nicht mehr weiterspielen, weil sie den Panzer nicht reparieren können und die haben keine Kohle. Und dafür gibt es dann den Leichttraktor oder sowas, womit man sich einfach ein Minimum an Kohle nochmal zusammenspielen kann. Ich habe immer die Standard, also man kann natürlich das auch alles automatisieren. Ich habe eine Standardreparatur drin und fertig.
Also ich bekomme immer, wenn ich reingehe, also wenn ich rausgehe aus dem Gefecht, automatisch Munition und nachgefüllt und die Reparatur. Und ich bin ja hier jetzt ein Panzerkiller, ne? Oh fuck! Ja, das ist die relativ neue, also ist jetzt auch ein bisschen älter schon, aber die relativ neue Physik Engine. Also ich bin jetzt hier gerade runtergefahren und früher hätte ich das gemacht ohne Probleme. Aber das hat mir jetzt gerade die Ketten abgerissen. Und ich habe jetzt einen Modulschaden. Das heißt, meine eine Kette, das sieht man links unten, ist jetzt orange und geht einerseits schnell kaputt dann und andererseits funktioniert sie auch nicht mehr so gut. Ja, was wir jetzt hören, die Sirene, ist, es ist ein gegnerischer Panzer an unserer Basis, an unserer Fahne, die wir da hinten sehen, die grüne. Und er nimmt quasi unsere Basis ein, so klassisch Capture the Flag mäßig. Und den werden wir jetzt mal aufhalten. Ich kann ihn halt schön hier mit diesem Panzer zur unterstützungsmäßig mit ganz viel Munition eindecken. Weil ich ja in so ein schönes Streufeuer schieße. Also gezielt ist was anderes, aber Streufeuer geht. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen, das ist natürlich auch wieder so ein taktisches Ding. Der Turm, ich fahre mal ein Stück zurück, ist hinten der Geschützturm. Und das heißt, meine komplette Front ist frei, während ich schieße. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Jetzt kommt er. Jawohl. Jawohl, der hat gesessen, meine Schuss rausgekloppt hinter dem Stein in die Deckung und weiter geht's. Während dem Nachladen ist es immer wichtig, irgendwie hinter den Stein in Deckung zu fahren. Außer man ist ein Jagdpanzer, der in einem Busch steht. Also der ist, hat eh schon eine sehr hohe Tarnstufe. Und der wird auch teilweise, wenn er schießt, nicht gesehen. Wenn man sich dann bewegt, dann hat man ein Problem. Also diese Jagdpanzer könnt ihr euch ganz klassisch vorstellen, wie man bei Band of Brothers oder so sieht, wenn da mal so ein Tiger irgendwie aus der Scheune rauskommt und der da vorher getarnt drin stand. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Und jetzt bin ich hier, jetzt ist die Sichtlinie durch das Haus, ah wunderbar. Die Sichtlinie war jetzt durch das Haus unterbrochen und ich konnte dann quasi in Deckung nachladen. Ja. Das war mein erstes Gefecht, das war mein erster Sieg hier als Leichttraktor. Ganz cool ist es, ich bin ja so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Typ. Ich finde das dann total cool. Ich finde dann hier Kreditpunkte, 3500 Erfahrung. Erster Sieg des Tages, doppelte Erfahrung. 786, die bringen mir gar nichts mehr, weil ich schon alles ausgebaut habe für den Panzer. Und halt Teamwertung, hier kann man dann nochmal einen Einblick bekommen, wie viel Schaden man verursacht hat und wie viel Panzer man ausgeschaltet hat. Und dann halt der ausführliche Bericht, das ist halt für die großen Panzer ganz interessant dann, wenn ich jetzt hier für die Munition 252 Credits bezahle und das Gefecht hat mir 3500 gebracht, dann bekomme ich 3200 Credits direkt gutgeschrieben. Die Reparatur kostet hier bei dem Panzer nichts, wie gesagt, da ist halt, es lohnt sich nicht, dann nimmt man eine Mülltonne und schweißt nochmal was dran. So. Das war einmal Tutorial leichter Panzer. Das Ding ist halt, die besseren, es gibt ja auch auf den höheren Forschungsstufen leichtere Panzer. Die sind dann halt ganz klassisch zum Scouten. Vorne die Front abfahren, der Artillerie Ziele aufschalten, in die feindlichen Flanken reinstechen mit einer höheren Geschwindigkeit, die Artillerie ausschalten, also sozusagen Zangenmanöver zu fahren und so weiter. So einen Panzer habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung, kann ich euch nur mit dem mittelschweren 3-4er in der nächsten oder übernächsten Folge demonstrieren. Vielleicht klappt's. Und vielleicht klappt's. Es ist halt immer ein Glücksspiel, vor allem wenn man alleine ist. Und ich werde es trotzdem probieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Dan von den Vorspielern. Macht's gut. Tschüss.